Aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Jo, wir haben immer noch Winter. Ich habe die Zeit jetzt mal ein bisschen vorgestellt. Schnee kam auch noch nicht viel wieder runter. Also von daher alles ganz relaxed hier. Großartig was machen können wir tatsächlich im Moment nicht. Hof ist soweit auch aufgeräumt. Das Zeug hier, ja, müsste gepflügt werden. Soweit gut Ackergras im Wachstum. Da werden wir dann im Frühjahr wieder ernten können. Eventuell müssen wir Unkraut spritzen. Aber im Frühjahr geht es natürlich los. Wir haben die Felder soweit gepflügt, gegrubbert, gedüngt und so weiter, dass wir hier tatsächlich nur noch den Saat einbringen müssen. Aber mal gucken, was wir da packen. Mais. Silage haben wir eigentlich genug. Also Mais werden wir nicht brauchen. Getreide. Wir könnten irgendwas anbauen, was man vielleicht verkaufen kann, um man, ja, an Geld ranzukommen, obwohl das jetzt auch nicht so notwendig ist. Bisschen schwierig zu sagen, was wir da jetzt tun können. Ansonsten könnte man sich natürlich verfahren, so wie jetzt. Wir können natürlich die Pferdestelle aufstocken. Und im Zweifel, wenn Hafer oder sowas ausgehen sollte, haben wir noch eine Kaufstation. Das ist auch kein Thema. Ja, wir könnten die Pferdestelle tatsächlich komplett voll machen. Können wir natürlich, ja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Wir könnten am Kuhstall schon was machen. Dass wir da schauen, was brauchen die Tiere, haben wir alles. Oh, hier liegt tatsächlich Schnee auf der Straße. Das ist ja unglaublich. Könnte man hier ja tatsächlich mal Schnee räumen, ey. Interessanterweise nicht überall. Das wäre was. Das machen wir jetzt auch. Die Straße ist frei. Interessant. Wir bringen aber erstmal diesen hier zum Betriebshof. Ich habe immer noch nicht geguckt, ob ich dieses IC drauf habe. Weil irgendwie scheint das in diesem Traktor... Ja, keine Ahnung. ...vorhanden zu sein. So, Grasheu müsste auch genug drin sein. Geht noch ein Traktor rum. Stellen den ab. Das hier auch aus wie Sau, ne? Zum Waschen fahren. So. Achso, ich wollte gerade sagen, warum? Hä? Aber ist schon richtig. Nee, passt. War denn unser Hochdruckreiniger? Oder wo ist... Da ist unser... Oh, der slidet ganz schön, du. Oder rutscht oder... Ja, slidet. Driften kann man ja nicht nennen. Der rutscht einfach, so. Er rutscht. Wir sind hier in Deutschland, also rutscht er. So. Machen wir den auch mal sauber. Aber für den eigentlich Gülle her, mit dem aufs Feld fahren kann. Kann mir das mal irgendjemand erklären?
So. Der ist also auch weg vom Fenster. Der sieht noch aus wie Sau. Wieso eigentlich? Nicht der Hochdruckreiniger bis dahin? War mir klar. Das war mir klar. Zeig doch ein, Mann. So, so, das ja gekauft haben. Bin so mit diesem Ding da hinten dran nicht zufrieden. Mal sehen. Genau, da müssten wir eigentlich mal zum Händler fahren. Müsste noch ein anderer stehen, dass wir vor allen Dingen mal gucken, wie groß der ist. Mann, was ist es denn heute wieder? Unglaublich. Sonntagmorgen und nichts klappt. Übrigens an der Stelle wie immer, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. So. Und im Übrigen, Abo ist kostenfrei, kostet euch nichts, ne? Sieht aber echt aus wie Sau hier, du. Oh, sieht aber wieder gut. Naja, wie gesagt, das System da hinten dran, das ist so ein bisschen schmal. Wir wollten nichts in den Chat schreiben. Es ist so keiner da. Ich bin ja alleine hier. Ja, weg. Aber mit dir mal zum Händler. Zu. Ich habe jetzt auch keine Lust auszusteigen, um das aufzumachen. Also fahren wir hier rund. Fahren gegen die Laterne. Aber auch irgendwie ziemlich schmierig hier das Ganze, ganz ehrlich. Ach, mit dem Räumen, das lassen wir. Nächste Woche ist tiefer Wintertag oder in der nächsten Folge tiefer Wintertag 6. Dann beginnt eh der Frühling. Ein bisschen wenig, was hier an Schnee runterkommt, finde ich. Das dürfte mehr sein. Wäre interessanter. Gucken wir uns das Ganze nämlich mal an. Ich werde das Teil gleich mal ausklappen, da hinlegen. Mal schauen, was wir hier überhaupt anbauen können. Man will ja natürlich viel Arbeitsbreite haben, ganz klar, ne? Oh, pass auf. Das scheint schon breiter zu sein, was wir da jetzt liegen haben.
So, wir klappen das Ding mal auf. Werde ich das hier mal hinschmeißen. Klappe mir dann das nächste Mal auch. Ich hoffe, dass das geht da überhaupt dran. Ja, mich beim Kauf irgendwo vergriffen. Geht auf jeden Fall dran. Gerade wenn wir uns hinten an dieses Maisfeld erinnern, das ist ja doch schon. Ah, das ist schon eine Ecke mehr hier. Das ist okay. Das nehmen wir, wa? Hat ja locker das Doppelte von dem. Oder gibt es noch eins? Wir gucken mal einmal in unsere Garage, was wir da haben. Ein Vibro-Grubber und Schlitzgerät. Das sind natürlich zwei grundsätzlich verschiedene Dinger. 6,2. Das Ding hat 12 Meter. Guck mal, doppelte Breite habe ich schon gar nicht so schlecht gelegen. Was haben wir denn bei der Gülletechnik noch? So, 6,2. Das ist dieses. Sind auch 12 Meter. Haben wir 7 Meter. Haben wir 36 Meter, dann ein bisschen Fülle, würde ich mal behaupten. Gildefix, Gülleverteiler 15 Meter. Und was ist das da? 6,2 Meter. Das ist dieser Vibro-Grubber, den wir jetzt hatten. Gildefix. Okay. Und den hier mit 36 Meter und wir haben den Horsch mit auch ein Schlitzgerät mit 12 Meter. Aber ich denke, das ist okay. Die Handhabung von Flüssigkeiten. Pumpe einfach mit der Stall. Was? Stallkammpumpe, Flüssigkeiten zwischen Wäldern hin und her. Okay. Müssen wir mal gucken, was das damit auf sich hat. Füllegruben, Sammelbecken, Stallkammpumpe. Lichterstation. Für Güllegruben oder Sammelbecken. Ach so. Wollten den da kaufen. So. Klappen wir wieder zusammen. 26.500 mehr auf dem Konto. Und dann fahren wir mal zurück, würde ich sagen. Da wieder viel Zeit verbaselt für nix, ne? Unglaublich, wie ich das immer schaffe. Einfach auf der Spur drauf. War die Kreuzung. War rechts gefahren, jetzt fahren wir links. Da ist auch schon unser Hof. Da ist die offene Hofeinfahrt. Hier können wir prima rein. Nicht außen drumherum zu. Prima. Perfekto. Machen wir das Kindchen denn rein? Denke mal, was wir auf jeden Fall noch brauchen werden, ist ein Futtermischwagen. Tür vernünftig
füttern können. Milchwagen haben wir. Der steht da schon irgendwo. Warum? Muss ich das dumme Ding abhängen, damit ich den... Warum eigentlich? Was soll dieser Scheiß? Pass auf. Kuh für abhängen. Fahre ich vor. Ding hängt dann Gott sei Dank nicht. Trotzdem ist das blöd. Natürlich gerne wesentlich weiter drin hätte gehabt, hätte, ne? In der Halle. So, egal. Gut, liebe Leute, ich guck mal, was wir noch so Schönes gebrauchen können. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch bis dahin erstmal einen angenehmen Tag. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi.